So, willkommen zurück. Ja, World of Tanks Update 1.0 ist rausgekommen. Und was soll ich euch sagen? Ich habe die Musik jetzt ausgestellt, aber die Karten, die erkennst du gar nicht mehr wieder. Die Grafik erkennst du gar nicht mehr wieder, wie die Bäume aussehen, wie die Pflanzen aussehen. Das ist alles richtig hardcore, Mann. Also, ich muss mal ein bisschen an meiner Grafikkarten, Updates und alles arbeiten, damit wir alles wieder passt. Ihr wisst, so ist ein bisschen kompliziert mit PCs. Ja, aber brutale Arbeit, was Wargamings Leute da geleistet haben. Also viele Karten erkennst du gar nicht mehr wieder. Du weißt zwar, dass das die Karte ist, aber ja, allein schon, wie die Bäume aussehen und die neuen Karten. Also was ich bis jetzt gesehen hat mich so aus den Socken gehauen, um ehrlich zu sein. Die Frage ist nur, ob der erste Eindruck auch bestehen bleibt, ne? Weil es kann ja sein, dass man dann eine Weile spielt und denkt, ey, das ist gar nicht mehr das Spiel, was ich bis jetzt kannte. Ja, dass die Leute da erstmal gar nicht drauf klarkommen, aber also bis jetzt gefällt es mir relativ gut. Lol. Kriege ich die Kanone nicht runter oder was? Ja, übrigens, habt ihr die Schüsse gerade gesehen? Hier die Artillerieschüsse oder Schüsse allgemein, ey, wie die teilweise aussehen, so richtig heftig. So mit so einer Leuchtspur irgendwie. Du kannst die Artilleriegeschosse so richtig. Ja, auch die Geräusche, habt ihr das gehört? Also, da muss man erstmal drauf klarkommen, dass das noch World of Tanks ist. Ah, und das war die Arti. Herzlichen Glückwunsch. Lol. Mein Gott, jetzt fahr doch mal einer das Vieh rausholen. Gott der Allmächtige. Ja, AMX, jetzt fährst du raus, ne? Wo ich da hingefahren bin. Eigentlich hätte der viel früher dahin fahren müssen zum Spotten. Jetzt fährst du raus, ne? Jetzt, wo ich schon so viel HP verloren hab, du Noob, Alter. Ja, jetzt fahr doch durch und hol die Artis raus, mein Gott. Mann, AMX, fahr durch und hol die Artis, du Lappen. Oh, da schreibt er verstanden und fährt dann doch nicht da lang. Meine Güte, du. Ja, komm, gib Gummi, Junge. Oh Gott.
der fährt nicht durch, ne? Der holt nicht die Artis raus. Ey, hol doch mal die Arti raus, du Lappen. Ey, die Artis leben immer noch. Ey, wie unfähig kann man sein? Meine Güte. Hol doch die Artis raus. Gott. Kann man so unfähig sein, Mann? Oh, wie geil die Bäume aussehen, Alter. So richtig realistisch irgendwie auch. Ey, wieso können 3 Scouts nicht 2 Artis rausholen, Mann? Ey, ich hab irgend so eine Alarmsirene da hinten am Laufen irgendwie. Hier ist so Industriegebiet so in der Nähe. Alter, die Artis leben immer noch. Hundert Jahre später, Mann. Ey, ich bin so unfassbar überrascht von der Grafik. Also die ist brutal, Mann. Die ist richtig brutal, die Grafik. Joa, also richtig, richtig krasse Grafik. Das kann man schon mal sagen, ey. Das ist wirklich, also ich bin sprachlos. Ich finde keine Worte dafür. Und meine Grafikeinstellungen sind nicht optimal, ja. Ich müsste meine Grafikkarte richtig installieren und Updates machen und keine Ahnung, also. So. Richtig heftig, Mann. Richtig heftig. Auch die Garage kann man nicht meckern. Und bei vielen Karten wurden noch so zusätzlich Dinge eingefügt, ne, dass man sich da eher verstecken kann oder. Also ich muss das alles noch entdecken, ne? Ich bin noch voll in der Entdeckungsphase. Ich komme da noch steppen. Ey, du erkennst die Karten gar nicht mehr wieder, ey. Das ist. Außer, okay, du erkennst hier, dass diese Schienen sind, da erkennst du noch, welche Map das ist, aber ansonsten, also, schon mächtig, was hier abgegangen ist. Könnt mir ja so in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze findet. Oh, viel, viel offener irgendwie sieht das da in der Mitte aus. Traust du dich ja gar nicht mehr rein. Viel zu offen, ey. Das sieht so beängstigend aus. Guck, ich bin schon auf, Alter. Die haben die Hügel, glaube ich, auch ein bisschen runtergesetzt, ne? Sieht wohl so aus, als hätten die hier die ganzen Erhöhungen so ein bisschen tiefer gesetzt. Ja, definitiv, also.
will der denn jetzt? Naja, hier die Ecke hat sich komplett irgendwie verändert. Ja, weißt du, ich bounce zweimal an der Seite und der dreht seinen Turm und haut mir einen Schuss rein. Willkommen in der World of RNG. Ja, ist gut, ich hab's verstanden. Ich soll diese Runde nicht gewinnen, ja. Ich hab's verstanden, Mann. Ich hab's verstanden, Mann. Wie ich auch einfach nur fokussiert werde, ne? Voll geil. Junge, Junge, Junge. Ha, was war das denn? YOLO't der mich und stirbt dann weg, oder was? LOL. Zehn zu null, ey, Halleluja. Aber ey, die ganzen Hügel sind tiefer gesetzt worden, ey. Mal eben unsichtbar irgendwo hin flankieren, ist nicht mehr. Alter, was eine ekelhafte Runde war das denn jetzt? Erstmal das Gegnerteam voll am Failen und zweitens, ich krieg kaum irgendwie Schüsse rein, aber also eins kann man sagen, die ganzen Hügel sind überall tiefer gesetzt worden, das wurde ja auch angekündigt. Ja. Also so mal eben unsichtbar irgendwo hinflitzen ist zum Beispiel auf der Map schon ein bisschen schwieriger geworden, ne? Ah, da hat sich jetzt noch jemand rausnehmen lassen. Alter, was ein Massaker hier, ey. Oh, Junge, habe ich mich erschreckt mit diesem Schatten von den Flugzeugen. Also, die Grafik ist bombastisch, Mann. Ey, ein Riesenlob an Wargaming. Ein Riesenlob an Wargaming, Alter. Was da grafisch aus der Sache rausgeholt wurde. Mann, ey, brutal, Alter. Also, das sind ja Landschaften, ey. Das sind ja Aussichten, Mann. Ey, wirklich, wirklich ein Riesenlob, was die Grafik angeht. Natürlich muss man sich erstmal jetzt dran gewöhnen und so, aber mein lieber Scholli, du. Ja, Leute, wird auch mal Zeit, dass ihr mal kommentiert. Wer kommt denn dieses Jahr auf die Gamescom? Würde mich mal interessieren. Alle, die auf die Gamescom kommen, sollten mal bitte kommentieren. Ich würde euch vielleicht gerne am Wargaming-Stand treffen. Ja. Ah, boah, guck mal, ey, du erkennst diese Map überhaupt nicht mehr, Alter, was ist das denn? Allein schon durch diese, weil früher gab's ja diese Außenansicht nicht, aber was heißt Außenansicht hier, diese Weitsicht, weißt du, so hier diese Landschaften.
Boah, das ist heftig, Mann. Die ganzen Bäume, Gebüsche, diese ganze Weitsicht, also pff. Gut, ich bin jetzt bei 40 FPS. Wenn ich ein bisschen an der Grafik rumschraube, dann dürfte das Ganze so ein bisschen flüssiger laufen. Das werde ich mal gucken, so dass ich das bis morgen, übermorgen mal hinkriege. Mal ein paar Updates machen für meine Grafikkarte. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Grafikkarte gar nicht arbeitet, sondern dass mein Intel i7 8700K die Grafik meistert, alleine ohne Grafikkarte. Ich habe da nicht so die Ahnung von PCs und keine Ahnung. Ich habe manchmal das Gefühl, dass meine Grafikkarte gar nicht am Arbeiten ist. So gesehen, dass sie nicht richtig installiert ist oder so. Weil ich habe ja einen 1060er GTX mit 6 GB RAM. Und also ich habe irgendwie das Gefühl, dass... Der ist dann auch mal raus. Unsere ganzen Mediums gammeln in der Mitte. GG. Type 5 und so weiter sind irgendwo da hinten. GG. Ja, siehst du, viel flacher geworden hier alles. Lol. Spotte ich den voll weg, Alter. Wird der da wegrasiert. LOL, der E5 einfach mal komplett kaputtski, Alter. Alles viel flacher geworden. Also die haben die ganzen Hügel ein bisschen flacher gemacht, so anscheinend. Mann, Jagdpanzer, beweg mal deinen Arsch in die Stadt, ey. Kommt mal alle hier hin, ihr Lappen. Was ist das für ein Basegekämpfe da? Oh, man hört die Kirche, Alter. Hört ihr das? Alles klar, ey, ich bin mit meinem Medium in der Stadt, während unsere Heavies in der Base am Gammeln sind, Alter. Ey, herzlichen Glückwunsch, Mann. Eins hat sich auf jeden Fall nicht geändert. Die ganzen Deppen, die nicht wissen, wie man ihre Panzer spielt, Mann. Die mit ihren ganzen Panzern in der Base rumstehen, Alter, und du mit deinem butterweichen Medium in die Stadt fährst und auf die Fresse kriegst, ey. Herzlichen Glückwunsch, Alter. Ich gehe jetzt auch mal gammeln, ja? Ich gehe auch mal WN8 Sniping betreiben. Warte mal, kann ich da reinwirken? Meine Güte, fahrt doch mal in die Stadt. Was macht denn dieser Objekt 140 bei uns an der Base? Was macht der Typ hier, ey? Der rammt erstmal den eigenen Medium weg mit seinem Sheridan. Lol. Also ich bin mega begeistert von der Grafik, Alter. Mehr kann ich dazu nicht sagen, ey. Also grafiktechnisch hat Wargaming da mal echt so eine richtige Knallerbombe rausgehauen. Riesen Respekt an Wargaming für die Arbeit, Mann, ey. Das ist echt geil. Hätte ich Wargaming echt nicht zugetraut, dass die dann nach so vielen Jahren da mal so ein Karacho-Ding raushauen. So, was nehme ich denn als nächstes?
Ich nehme mal die Bedchat für die Runde, weil ich versuche jetzt schnelle Panzer zu nehmen, damit wir, wenn wir so offene Karten kriegen, dass ich da auch genügend Aufnahmen davon machen kann. Also heftigst Brutalski hier, siehst du, das ist die neue Map. Bestens, dass ich jetzt die Bedchat habe. Weil am besten erkundet man die mit schnellen Panzern. Boah, Alter, das sieht so heftig aus. Wie gesagt, ich habe keine optimalen Grafikeinstellungen, ne, weil ich mich da nicht so auskenne. Und dennoch sieht das so heftig aus, obwohl ich nur 40 FPS habe. Und diese Soundeffekte, wie du den Wind hörst, wie die Schüsse fliegen. Eins kann ich sagen, ich war schon mal auf der Map heute und da oben rechts, also wenn du in der Mitte rumfährst, wirst du weggeschossen, das steht schon mal fest. Diese mittlere Fläche, da kannst du knicken. Also ist mein erster Eindruck. Du musst am besten da oben rechts und dann schon mal so früh wie möglich die Gegner spotten. Ja, lass mich mal vorbei, Junge. Bleibt er da einfach mitten auf dem Weg stehen, so. Ach Gott, Alter. Mach dich doch mal aus dem Staub. Geh mich doch nicht auf den Senkel mit deinem Panzer. Boah, wie krass das aussieht, Alter. Guck mal, wie heftig das aussieht, Mann. Ich komme da gar nicht drauf klar. Das sieht einfach so mega heftig aus. Oh, hier wird's aber eng, ey, man merkt das. Hier wird's schon mal richtig eng hier. Unsere Base bricht gerade auseinander, Mann. Oh, guck mal hier, Alter, wie heftig das aussieht, Mann. Meine Güte, Alter, was hat Wargaming da auf die Beine gestellt, ey? Das ist ja meine Fresse, ey. Das ist ja ein Grafikspektakel. Das ist ja unfassbar, Mann. Boah, bitte, ey, Wargaming haut einfach pro Monat eine neue Karte raus, ne? Und ihr seid einfach die Besten, Mann. Eine neue Map pro Monat und ihr seid wirklich die besten Spieleentwickler aller Zeiten.
Badget lebt da halt immer noch in der Mitte, weißt du? Also ich bin mehr mit der Grafik beschäftigt als mit der Taktik irgendwie. Dementsprechend, ich denke mal, die nächsten paar Tage werden die Leute ziemlich viel verlieren. Weil die Teams einfach nicht nach Taktik spielen, sondern sich erstmal nur die Grafik reinziehen. Wow! Du weißt ja auch nicht, wo lang du fahren kannst, ohne zu sterben, ja? Das ist der Punkt. Ja, genau. Was war das denn für eine Aktion, ey? Ja. Also richtig heftige Grafik, Mann. Ich komme da gar nicht drauf klar. Also die nächsten Tage stellt euch drauf ein, dass die Leute so sehr mit der Grafik beschäftigt sind, dass die den größten Müll zusammenspielen. Also macht euch da mal keine Hoffnung. Jetzt fahre ich noch eine Scout-Runde. Ich möchte so viel wie möglich Kommentare, wie ihr die Grafik findet, was ihr denkt, weil werdet ihr jetzt häufiger spielen. Also, boah, ich bin fasziniert von der Grafik, Alter. Das ist... Und wie gesagt, mein PC ist nicht richtig eingestellt, ich wiederhole mich gerne. Ich denke mal, bei vielen anderen, die optimale PC-Einstellungen haben, bei denen sieht das natürlich noch viel krasser aus. Brutal einfach. Brutal. Wow. Aber auch hier wieder, man sieht deutlich, wie die ganzen Dinger irgendwie flacher geworden sind. Also es fällt richtig auf. Ja, ein bisschen auch anders die Gebüsche und so, ne? Mega Unterschied. LOL! LOL! Alter, hier musst du erstmal klarkommen, ey. Hier sieht alles ganz anders aus. Ja, merkst du was? Also, so kenne ich die Map gar nicht, so. Man muss ja erstmal drauf klarkommen, Alter. Dass du da viel anders, ganz anders aufgehst. Ganz anders beschossen wirst. Die Hügel sind viel flacher. Muss erstmal gut. Jungs, ich will das Video nicht in die Länge ziehen. Wie gesagt, lasst mir so viel wie möglich Feedback da. Wie findet ihr das, was Wargaming da auf die Beine gestellt hat? Ich hätte gerne bitte so viel wie möglich Kommentare. Wer ist auf der Gamescom? Wie findet ihr die Grafik? Werdet ihr jetzt häufiger spielen? Weniger spielen? Findet ihr es nicht gut? Ja, und bitte teilt auch die Videos, damit wir endlich mal die 3000er Marke knacken. Dann bin ich auch motivierter, okay? Vielen Dank fürs Zugucken, bis dann und checkt die Links in der Beschreibung ab. Instagram, Facebook, Twitch und alles.